meine sehr verehrten Damen und Herren. Wer gestern 3 Stunden in der prallen Sonne auf den Präsidenten der USA, Obama, gewartet hat, für den ist das heute hier fast kühl und erfrischend. Leider ist unsere Klimaanlage nicht so, dass das auf eine Temperatur runtergekühlt wird, dass die ganz angenehm ist, aber ich hoffe, dass wir trotzdem eine angenehme und gute Veranstaltung bei vernünftigen Temperaturen heute haben können. Ich begrüße Sie sehr herzlich zur heutigen Abschlussveranstaltung Europa mitbestimmen auf dem Weg zu den Europawahlen 2014 der Europa-Union Deutschland und denke, dass das ja erstmal ein Zwischenresümee ist und nicht wirklich eine Abschlussveranstaltung. Und Frau Kössling, Sie werden uns noch mehr dazu berichten. Und ich freue mich sehr, dass diese Veranstaltung, dieses Resümee oder die Abschlussveranstaltung hier im Europahaus in Berlin stattfinden kann, denn Sie haben hier gearbeitet, kommuniziert für die Europäische Union über das Thema Europa, was Sie auch sonst machen, aber ganz besonders mit einem Fokus auf die Europawahlen schon. Und darum bin ich sehr froh, dass das heute hier in unserem Hause stattfinden kann. Sie ziehen heute das Resümee einer Veranstaltungsreihe, die bei über 60 Straßenforen in den vergangenen Monaten über die EU, das Europäische Parlament und die Unionsbürgerrechte informiert hat. Und vor allem standen diese Veranstaltungen im Kontext der kommenden Europawahlen am 25. Mai 2014. Und Sie sind damit diejenigen, die eigentlich fast den Startschuss gegeben haben für eine Art Kampagne, Informationskampagne zu diesen Europawahlen. Denn es ist ja relativ früh gewesen. Eigentlich fängt man eine Kampagne ja eher zeitnah zu dem eigentlichen Termin an. Aber Sie haben hier einen sinnvollen Weg gefunden, schon im Vorfeld einer eigentlichen Kampagnenaktivität über Europa, aber dann insbesondere schon auf die Europawahlen aufmerksam zu machen. Und dafür danke ich Ihnen allen sehr herzlich. Ich freue mich, dass das Europäische Parlament diese erfolgreiche Veranstaltungsreihe unterstützen konnte, denn Sie haben mit Europa mitbestimmen ein klares Konzept umgesetzt, um Bürgerinnen und Bürger frühzeitig auf den kommenden Wahltermin hinzuweisen. Und ich glaube, Sie haben mit diesem Konzept auch ein Beispiel gesetzt, wie man mit relativ einfachen Mitteln viele Menschen erreichen kann, gerade auch in peripheren Regionen, nicht nur in Zentren, wo es vielleicht sowieso schon Informationen zu den Themen gibt, sondern ein Konzept gefunden haben, in Regionen zu gehen, wo man gerade die Leute erreichen kann, die vielleicht gar nicht vorgehabt haben, zur Europawahl zu gehen und die jetzt aber schon mal frühzeitig auf diesen Termin hingewiesen wurden. Also dafür nochmal mein Glückwunsch und meinen Dank. Mit den Ergebnissen Ihres Fragebogens, Frau Kössling, Sie haben ja hier die Fußbodenzeitung, zeigen Sie uns hier, und ich denke mal, meine Damen und Herren, Sie haben sich das schon alle hier angeschaut und wahrscheinlich auch schon im Vorfeld mal bei einer Straßenaktion Ihre Stimme abgegeben. Also Sie sehen es hier nochmal, es gibt einen Fragebogen, und bei dem es auch ein Ergebnis gibt. Und Frau Kössling wird uns das gleich vorstellen, wie das Ergebnis aussieht. Ich finde auch eine interessante Analyse, die uns vielleicht auch für die Informationskampagne vor der Europawahl einige Hinweise und Ideen geben kann, wenn man sich anschaut, wie die Menschen hier abgestimmt haben, wo sie zugestimmt haben oder wo sie sagen, den habe ich noch nicht gekannt oder den würde ich gerne kennenlernen. Also ein interessantes Ergebnis, dessen Ergebnis ich gleich gerne zuhören werde. Auch das Informationsbüro des Europäischen Parlaments, das ich leite, für das Informationsbüro stehen die Aktionen im Vorfeld der Europawahl jetzt ganz klar im Zentrum. Und ich hoffe, dass wir auf diesem Weg die Europa-Union auch weiterhin als Partner an unserer Seite haben werden. Und wir haben ja eben schon drüber gesprochen, es gibt gute Hinweise, dass das auch in so einer ähnlichen Form weitergehen kann. Ich wünsche uns allen jetzt eine ganz interessante, ereignisreiche Veranstaltung und bitte nochmal darum, dass die Temperaturen nicht ganz so sind, dass man sich hier kühl fühlen kann, aber bei der interessanten Diskussion wird es vielleicht auch möglich sein, dass man das gut aushält. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und uns allen eine interessante Veranstaltung. Danke sehr. Namens der
herzlichen Dank, dass Sie heute erschienen sind. Angesichts der schweißtreibenden Temperaturen, den beschwerlichen Weg hier her auf sich genommen haben und uns die Gelegenheit geben, unser Projekt vorzustellen und mit Ihnen gemeinsam und mit unseren Podiumsgästen darüber zu diskutieren, auch aufgrund der Befunde, die ich gleich vorstellen werde, was wir alle gemeinsam noch zu tun haben in den nächsten 11 Monaten bis zum Wahltermin am Ende Mai, um die Bürgerinnen und Bürger zu motivieren, am Wahltag ihre Stimme abzugeben und den Gang zur Wahlurne auf sich zu nehmen. Unsere Befunde decken sich da auch und die Erfahrungen und Eindrücke, die wir jetzt gesammelt haben im Laufe der Aktion, mit den repräsentativen Umfragen, die kürzlich und gegenwärtig gelaufen sind. Und da ist die Stimmungslage ja alles andere als gut und es steht zu befürchten, wenn wir uns nicht alle gemeinsam, nämlich die Politiker, die Parteien, die Zivilgesellschaft und die Medien anstrengen, dass die Wahlbeteiligung in den Keller gehen wird und vielleicht noch schlechter ausfällt als bei den letzten Europawahlen. Und unser Bemühen auch als Verband im Verein mit unserer Jugendorganisation, dem Jungen Europäischen Föderalisten, ist es natürlich, hier, das haben wir schon seit Jahrzehnten getan, einen Beitrag zu leisten. Herr Pinkblatt hat es erwähnt. Wir haben sehr frühzeitig begonnen, in diesem Jahr eine Informations- und Kommunikationskampagne zu starten, mit Unterstützung des Europäischen Parlaments. Und an dieser Stelle möchte ich auch Ihnen nochmal ganz herzlich danken, stellvertretend natürlich für die Institution, die Sie hier in Berlin vertreten. Die Europa-Union ist, wie Sie sicher oder vielleicht wissen, die größte, mitgliederstärkste Bürgerinitiative für Europa hierzulande. Unser Alleinstellungsmerkmal, sage ich mal, im Vergleich zu anderen europäischen Initiativen und Verbänden ist es, dass wir über ein sehr großes Netzwerk bürgerschaftlich engagierter, europabegeisterter Menschen verfügen. Wir haben immerhin ein Netzwerk von 300 Kreis- und Ortsverbänden bundesweit und das versetzt uns natürlich in die Lage, sehr nah am Bürger zu sein, zumal wir ja eine überparteiliche Organisation sind und in unserem Verband Menschen vereinen über alle sozialen Schichten hinweg, über alle Altersgruppen hinweg, die sich für das europäische Projekt engagieren. Insofern war es natürlich folgerichtig, dass wir im Europäischen Jahr der Bürgerinnen und Bürger eine Informations- und Kommunikationskampagne starten wollten, die zum einen die Unionsbürgerrechte, Partizipationsmöglichkeiten in der Europäischen Union in den Mittelpunkt stellt, aber andererseits und zugleich, und darauf hat Herr Pieper schon hingewiesen, natürlich auch den Einstieg in die Europawahlkampagne bedeutet. Das heißt, unser Bemühen, die Wahlbeteiligung zu erhöhen, auch schon jetzt in diesen Monaten natürlich sozusagen im Zentrum stand. Die Idee unseres Projektes, Europa mitbestimmen. Also wir haben uns gesagt, mit unserem Netzwerk der Ehrenamtler vor Ort, was können wir tun, welche neuen Wege können wir beschreiten, um mit den Bürgern direkt ins Gespräch zu kommen. Und wir haben deshalb ein Konzept entwickelt, was offenkundig ja auch das Europäische Parlament überzeugt hat, nämlich mit den Bürgern auf der Straße direkt ins Gespräch zu kommen und quasi über ein relativ, zumindest für uns, neues und unerprobtes Format, das muss man sagen, auch sozusagen Barrieren zu überwinden, die psychologisch ja auch bestehen, zum Beispiel bei den klassischen Infoständen auf den Straßen. Wir haben also ein geeignetes Format gesucht, um
Neugierde zu wecken, um mit den Passanten auf öffentlichen Plätzen, auf Straßen, in Einkaufszentren ins Gespräch zu kommen. Wir realisieren diese Aktion Europa mitbestimmen in Partnerschaft mit dem Europäischen Parlament. Diese Partnerschaft läuft noch bis 2015. Sie ist also Teil der großen Kommunikationskampagne des Europäischen Parlaments im Vorfeld der Europawahl und auch sozusagen in der Nachbereitung der Ergebnisse bis 2015. Welches Format haben wir gewählt? Unser Plan war, 50 Straßenaktionen bundesweit mit Unterstützung unserer Kreis- und Ortsverbände durchzuführen. Wie Sie jetzt sehen an der Folie, haben wir sozusagen unser Plan soll übererfüllt mit 63 Einzelveranstaltungen. Wir haben sozusagen ja nicht nur den Bürger und den Passanten im Blick gehabt, sondern auch unsere eigenen Mitglieder und Akteure. Und es war auch natürlich eine Herausforderung und ein Experiment, sozusagen die eigenen Akteure für dieses Projekt zu gewinnen, weil es eben bisher relativ unerprobt, auch in unserem Verband war. Was ist das Kernstück dieser Straßenaktion? Das sehen Sie hier, Herr Pieplatt hat darauf hingewiesen, die sogenannte ja, Bodenzeitung, Bodenplane kann man sagen, auf der Thesen und Fragen formuliert sind, über die man abstimmen kann. Mit diesem Instrument wecken Sie die Neugierde. Das heißt, Passanten bleiben stehen, das ist ein Eye-Catcher. Man schaut, was ist denn das? Ach, und dann kommt man auch schon ins Gespräch, beziehungsweise die Leute überlegen, was sind das für Fragen, regen sich darüber auf oder man provoziert also Nachfragen mit diesen Thesen und Fragen, die hier auf der Plane verbergt sind. Man provoziert Meinungsäußerungen und insofern sind diese Fragen Mittel zum Einstieg in das Gespräch mit den Passanten. Und das funktioniert sehr gut. Es war ein Experiment. Wir haben das ursprünglich, waren wir uns nicht sicher, ob es wirklich funktioniert, aber es funktioniert. Sie sehen die Fragen auch nochmal hier an der Folie. Was wichtig ist, diese Fragen sind nicht Gegenstand und Ziel der Aktion. Das heißt, wir wollen keine repräsentative Umfrageergebnisse erreichen mit diesen Fragen. Dazu sind sie, wir wurden auch schon kritisiert, zum Teil sehr suggestiv, aber auch das, darauf kann ich gleich nochmal eingehen. Wichtig ist, sie sind Mittel zum Zweck, um mit den Leuten, mit den Vorübergehenden ins Gespräch zu kommen und die Aufmerksamkeit sozusagen zu wecken. Trotzdem haben unsere Umfragen zu interessanten Ergebnissen geführt, die zum Teil auch von den offiziellen Statistiken abweichen. Also ich nehme das Beispiel, die erste Frage, haben Sie an der letzten Europawahl teilgenommen? Also das ist, Sie haben das auch draußen in dem einen Tech-Sheet, haben Sie das auch nochmal formuliert. Also wir würden jetzt sicher direkt kritisiert, das kann ja nicht sein. Also das erste Ergebnis widerspricht ja den offiziellen statistischen Ergebnissen zur letzten Europawahl. Nun lässt das Interpretation freien Raum, warum die Teilnehmer und Gesprächspartner, die wir hatten unter den Passanten, genau so ihre Stimme abgegeben haben, vielleicht weil sie sich nicht outen wollten, vielleicht aus ihnen peinlich, vielleicht haben aber genau diese Frage auch nur die beantwortet, die wirklich an der Europawahl teilgenommen haben. Also das sind nur Spekulationen. Insofern, also nochmal der Hinweis, wir wollten auch keine repräsentativen Ergebnisse und validen Ergebnisse hier erzielen. Was deutlich wird, es sind im Grunde zwei Fragen, wo man sagen könnte, also wo die negativen Stimmen zumindest 50% oder mehr betragen. Und das ist einmal
Die These, ich kenne meinen Europaabgeordneten, das fanden wir doch sehr alarmierend und erschreckend, dass also weniger als 50% hier überhaupt ihre Ansprechpartner und die Kandidatinnen und Kandidaten und Politikerinnen und Politiker kennen, die sie eigentlich wählen sollen, gewählt haben und die auch ihre Interessen vertreten sollen auf europäischer Ebene. Nun kann man auch hier wieder spekulieren, woran das liegt. Wir wissen, dass im Unterschied zu Bundestagsabgeordneten, die in ihren Wahlkreisen auch Bürgersprechstunden und Ähnliches haben und die Wahlkreise bei Europaabgeordneten viel größer sind, der Zuständigkeitsbereich viel größer ist und man in der Tat, also das ist sicherlich ein schwieriges oder unmögliches Unterfangen ist, jeden seiner Wählerinnen und Wähler erreichen zu wollen oder persönlich kennenlernen zu wollen als Politiker. Trotzdem haben wir auch die Erfahrung bei unserer Aktion gemacht, dass doch eine gewisse Scheu vor dem direkten Kontakt mit dem gemeinen Bürger bei den Abgeordneten zu beobachten ist. Wir hatten durchaus ja einige Abgeordnete bei den Aktionen dabei und das haben wir also festgestellt. Das will ich gar nicht interpretieren, das ist vielleicht ein Impuls für die Diskussion. Interessant für uns war auch die These, dass EU-Bürger mit ständigem Wohnsitz in Deutschland an allen Wahlen künftig teilnehmen sollten. Das ist eine aktuelle Forderung unseres Verbandes. Und hier war eigentlich sehr eindeutig von denjenigen Bürgerinnen und Bürgern, mit denen wir ins Gespräch gekommen sind, die auch sich an der Umfrage beteiligt haben, deutlich, dass man überhaupt kein Problem damit hat, dass die Unionsbürger, die hier bei uns leben und wohnen, die hier ihre Steuern zahlen, ihre Kinder erziehen, sozusagen integriert sind und ihren Beitrag für das Gemeinwohl leisten, dass die auch die gleichen Rechte haben sollen, wenn es um Wahlen, aktives und passives Wahlrecht geht. Bei der Europäischen Bürgerinitiative ja ein großer Schritt, um die Bürgerbeteiligung zu erhöhen, die jetzt als Möglichkeit durch den Lissabonner Vertrag gegeben ist, haben wir festgestellt, dass die Kenntnis hierüber, über diese Möglichkeit, sehr gering ausgeprägt ist. Manche haben davon gehört, aber keiner weiß eigentlich so richtig, wie es funktioniert. Und ich muss selbstkritisch sagen, selbst bei unseren eigenen Multiplikatoren waren da große Kenntnislücken zu beobachten, obwohl die Europa-Union, Sie haben es vielleicht draußen gesehen, durchaus auch eigenes Informationsmaterial zur EB, zur Europäischen Bürgerinitiative bereitgestellt hat, auf den Kommissionsseiten eigentlich sehr gut aufbereitet ist, wie dieses neue Instrument der Bürgerbeteiligung funktioniert. Also hier sind die Informationsdefizite noch sehr groß. Bei den Rechten als EU-Bürger war interessant zu beobachten, dass viele spontan zunächst Nein ankreuzen wollten. Also ich kenne meine Rechte nicht. Habe ich überhaupt welche auf EU-Ebene? Als man dann den Leuten erklärt hat, Stichwort Reisefreiheit, Stichwort Dienstleistungsfreiheit und so weiter. Aha, also darum geht es. Und dann kam man zu spät und man merkte, für viele sind diese Rechte inzwischen selbstverständlich geworden. Es wird nicht mehr bewusst darüber reflektiert, dass das ja eigentlich Errungenschaften sind, die wir auf der europäischen Ebene und durch die Europäische Union erreicht haben. Also hier ist es sicher, das ist einerseits natürlich gut, dass es unser Alltag geworden ist. Auf der anderen Seite, denke ich, muss man auch immer wieder daran erinnern, was wir sozusagen der Gemeinschaft zu verdanken haben. Die Suggestivfrage, ich finde es gut, dass das Europäische Parlament den Verbraucherschutz gestärkt hat. Also das hat natürlich viel Widerspruch hervorgerufen bei den Passanten, aber durchaus eben auch bei den Protagonisten und Akteuren in unserem Verband, warum wir die Frage so gestellt haben, das kann man künftig vielleicht auch nochmal ändern. Aber es hat
ja, Meinungsäußerung provoziert. Man ist dadurch ins Gespräch gekommen und deutlich wurde, dass der Verbraucherschutz, ähnlich wie Umweltschutz, Tierschutz, dass das die Menschen bewegt. Und dass hier die Erwartungshaltung an die europäische Ebene sehr groß ist, aber gerade beim Verbraucherschutz, auch viele meinen, dass da die deutsche Gesetzeslage sehr viel bürgernäher und bürgerfreundlicher ist. Also Stichwort Grenzwertregelung bei Schadstoffen, bei Lebensmittelbelastung und so weiter. Und natürlich solche aktuellen Themen wie die Olivenölkännchen auf den Restauranttischen, also alles das, was momentan dann auch aktuell in den Medien behandelt wurde und wird, bewegt natürlich auch die Menschen. Wir haben festgestellt, es wird aufmerksam verfolgt, also das Interesse für europäische Themen, die Aufmerksamkeitsschwelle ist doch niedrig, also höher geworden sozusagen, also die Aufmerksamkeit, das Interesse größer an europäischen Themen, was natürlich auch im Zuge der Finanz- und Schuldenkrise sicher eine Folge ist. Die wenigsten Befragten konnten über das Prozedere der Gesetzgebung auf EU-Ebene Auskunft geben und wir haben auch festgestellt, dass oft ein diffuses Bild, eine diffuse Vorstellung von Rolle und Verantwortlichkeit der nationalen und der europäischen Ebene besteht. Also vieles wird da auch vermischt, durcheinander gebracht und interessant beispielsweise ist, dass es große Vorbehalte gab, mehr Kompetenzen auf die europäische Ebene zu verlagern. Dem entgegen steht aber die große Erwartungshaltung, die sozusagen an die europäische Ebene gerichtet wird, was die Regelung und die Lösung von gegenwärtigen Problemen und auch von bestimmten Politikbereichen betrifft. Sie sehen jetzt hier, wir haben ja hier ein freies Feld gehabt, wo die Teilnehmer quasi frei formulieren konnten, was ihnen wichtig ist und wo sie sich erhoffen, dass das Europäische Parlament sich dessen annimmt. Die Größe der Schriftzüge ist in der Tat widerspiegelt, also die Gewichtung bei den Teilnehmern. Und man sieht also deutlich, das sind beispielsweise solche Sachen wie eine gemeinsame Steuerpolitik, gemeinsames Rentensystem, Mindestlöhne, sowas. Also da erwartet man, dass das die Bildungspolitik, dass das die europäische Ebene regelt. Auf der anderen Seite, wie gesagt, gibt es große Vorbehalte, noch mehr Kompetenzen an die europäische Ebene abzutreten. Bitte? Was ist nicht identisch? Wie kommt diese Bildung da auf die Liste? Wie kommt bei der freien Meinungsäußerung am letzten? Ja, das, ich habe ja gesagt, es gibt hier ein Feld, wo die Passanten, die Teilnehmer frei eintragen konnten, was für sie wichtig ist. So. Und das ist auch über unsere Aktion, also die Antworten bzw. das, was formuliert worden ist, ist sozusagen zahlenmäßig statistisch erfasst worden und widerspiegelt, also die Größenverhältnisse widerspiegeln die Bedeutung, die den einzelnen Themen zugemessen wird, anhand der zahlenmäßigen sozusagen Erfassung, wie oft diese Themen genannt wurden über die Aktion hinaus. Das ist aber, was Sie da in Ihren Unterlagen haben, ist spiegelbildlich. Es ist nur eine andere Darstellung, eine kleinere Darstellung. Unsere Befunde. Ich habe betont, wir haben natürlich keine validen repräsentativen Umfrageergebnisse. Das sind Eindrücke, das sind Tendenzen. Wichtig für uns, das Format, was wir gewählt haben, wir nennen das mal so interaktive Straßenaktionen, also Information durch Interaktion, das direkte Gespräch mit den Bürgern außerhalb von geschlossenen Räumen, geschützten Räumen, das wird gut angenommen von den Bürgerinnen und Bürgern. Sie sind froh,
ihnen zugehört wird, wenn sie ernst genommen werden und dass mit diesem Format auch die persönliche Ebene, die persönliche Betroffenheit angesprochen werden kann. Die Zahl, wir hatten, das sehen Sie auch an der Auswertung, aktiv an der Umfrage haben so circa immer 2000 Teilnehmer sich beteiligt. Der eigentlich erreichte Personenkreis geht natürlich weit darüber hinaus, weil es gibt ja viele Leute, die sind stehen geblieben, mit denen ist man auch ins Gespräch gekommen, die haben nachgefragt, haben rumgemotzt, was auch immer, aber haben nicht unbedingt da ihren Strich gemacht. Also wir haben auch Presseberichterstattung in den Regionalmedien, wenn Sie interessiert sind, können Sie das auch auf unserer Website verfolgen. Es gibt Impressionen, fotografische, das will ich Ihnen vielleicht, das habe ich eben übersprungen. Also so kann man sich das in natura vorstellen. Leute haben auch wirklich mitgemacht, unterschiedliche Alters, von Kindern, Kleinkindern, über alte Leute mit Gehhilfe, denen man dann geholfen hat, die gesagt haben, ja, machen wir mal einen Strich dort und dort, das ist meine Meinung. Ich habe gesagt, dass wir in 14 Bundesländern die Aktion gemacht haben. Das ist insoweit nicht ganz korrekt, weil als wir auch drei Veranstaltungen in Brüssel und Straßburg durchgeführt haben. Sie sehen das auf dem einen Bild, da ist eine französischsprachige Variante, die wir haben herstellen lassen. Und das war dann gut. Straßburg und Brüssel sind natürlich die Städte europäischer Politik, das Interesse auch der Bürgerinnen und Bürger, auch der Franzosen, war natürlich vergleichsweise sehr groß. Und wir sind auch dabei für die neue Laufzeit, also für das nächste halbe Jahr und dann für die Monate unmittelbar vor der Europawahl zu planen, eine polnischsprachige Variante herzustellen, weil wir haben, unsere Verbände haben rege Kontakte mit, also zum Beispiel Landesverband Brandenburg. Herr Jürs ist hier anwesend, also da gibt es rege Kontakte auch mit polnischen Europaverbänden und da wollen wir mal schauen, dass wir da auch gemeinsame Aktionen im Grenzgebiet zustande bringen. Wichtig, dieses Format ist insofern besser als der klassische Infostand, als eben, ich habe es erwähnt, die psychologischen Barrieren nicht da sind. Wir kennen das alle, also wenn Sie hier aus Berlin sind, Hackischer Markt, wenn dort die ja, Kopfgeldjäger sozusagen stehen von den verschiedenen karitativen Verbänden, dann macht man meistens einen großen Bogen drum und vermeidet da überhaupt hinzugehen. Also das ist hier anders. Unsere Leute gehen auch zunächst mal nicht auf die Leute zu, sondern warten, ob das Interesse da ist und dann kann man ansprechen. Also das funktioniert auch vortrefflich. Und das direkte Gespräch ist eben auch besser, als wenn man direkt mit Flyern, mit Hochglanzbroschüren und so weiter kommt. Das kann man im Nachgang machen, wenn die Leute wirklich den Bedarf haben an mehr Informationen. Zum guten Schluss unser Fazit, der Informationsstand zur EU, zu den europapolitischen Entscheidungsprozessen, meine Kollegen haben sogar das Wort verheerend benutzt. Also man sollte sich keine Illusion machen. Wir waren ja, Sie haben das auch nochmal auf diesem Factsheet stehen, also wir waren bis von Kiel und Neubrandenburg bis runter nach Karlsruhe, überall in kleineren Städten, in größeren Kommunen und selbst Bürgerinnen und Bürger, Passanten, also mit studentischem Hintergrund, mit sagen wir mal Akademiker, wissen über die Komplexität der Europäischen Union relativ wenig, wenn sie nicht beruflich oder aus anderen Gründen mit diesen Themen intensiv befasst sind. Das heißt, unser Fazit ist, auch die Europa-Union, seit Jahrzehnten bemühen wir uns mit Informationskampagnen, Motivationskampagnen,
um Aufklärung, um Vermittlung von Hintergrundinformationen. Also hier besteht noch ein weites Feld, und zwar für alle, für die Medien, für die Zivilgesellschaft, für die Politik. Vorurteile sind nicht tot zu kriegen, also Stichwort Regelungswut in Brüssel, die Gurke, immer wieder heißes Thema. Und eine große Skepsis herrscht gegenüber der Arbeit von Politikern generell, nicht nur auf europäischer Ebene, weil die Leute sich nicht ernst genommen fühlen. Wir haben auch festgestellt, dass es notwendig ist, selbst bei uns im Verband, dass eben Multiplikatoren besser geschult werden müssen, um eben dann auch wiederum in ihrem Umfeld entsprechend argumentativ gerüstet zu sein. Die Informationsangebote müssen attraktiver gestaltet und der Zugang erleichtert werden. Ich bin mal gespannt auf die Diskussion, was man da machen kann, weil Informationsangebote gibt es ja. Aber die Leute wissen häufig nicht, wie und wo sie diese Informationen beziehen sollen, wo sie die bekommen sollen, selbst politisch interessierte Leute. Frage: soziale Medien, welche Rolle können die gegebenenfalls ausfüllen oder füllen die schon aus? Was wir auch festgestellt haben und was sicher ein Hinweis ist, auch vor allen Dingen an die politischen Eliten und die politischen Entscheidungsträger: das direkte Gespräch, der direkte Dialog mit den Menschen ist ganz wichtig. Das ist viel wichtiger als jede Broschüre, als jeder Zeitungsartikel, wird häufig nicht gelesen. Gespräche bleiben im Gedächtnis. Und es ist so, also wir hatten sehr kritische Leute, was man auch sagen muss, die Erfahrung ist, wir sind kaum beschimpft worden. Liegt vielleicht daran, dass wir auch immer wieder betont haben, dass wir eine Bürgerinitiative sind, also so Menschen wie du und ich und überparteilich fungieren, ist vielleicht bei Parteimitgliedern, die sich irgendwie auf die Straße stellen, dann anders, die sich auch so outen. Also die Leute waren eigentlich gar nicht unhöflich, sie waren häufig sehr kritisch, aber gerade die kritischsten, aber politisch interessierten Menschen waren dann oftmals die besten Zuhörer. Und viele sind zumindest mit dem Gefühl weggegangen, man hat mir zugehört und das war ein gutes Gespräch. Und das bleibt haften, das schürt Emotionen. Und ich will vielleicht damit schließen, wir werden, Herr Pinkblatt hat es vorhin auch schon erwähnt, die Aktion fortsetzen bis zu den Europawahlen. Naturgemäß in den Wintermonaten ist es natürlich schwierig, sich auf die Straße zu stellen. Also die nächsten Aktionen werden dann im Spätsommer, Frühherbst stattfinden und dann wieder unmittelbar vor den Wahlen ab März. Wir haben vor, sozusagen die Zahl dieser Einzelaktionen zu steigern, also haben vor, nochmal 70 zu machen. Vor allen Dingen, Sie haben das vorhin auf der Landkarte gesehen, es gibt noch ein paar weiße Flecken, die wir dann auch beackern wollen. Und ja, aber an sich sind wir froh, dass wir dieses Format gefunden haben und dass wir damit vielleicht auch Impulse geben können für alle anderen, die sich dafür engagieren, dass die Wahlbeteiligung im nächsten Jahr, am 25. Mai, eben besser wird, als wir jetzt noch befürchten müssen. Und ich hoffe, dass wir damit auch einige Impulse für die Diskussion geben können. Ja, liebe Freunde und Freunde Europas, viele Freundinnen heute, was uns sehr freut. Auch wenn es dann schon fast nicht mehr vernünftig gegendert ist hier, was man verwenden sieht. Wir wollen jetzt in die Diskussion einsteigen. Und mit Expertinnen und Experten aus Politik, Wissenschaft und Medien schauen, woran das liegen mag, was Frau Christian hier dargestellt hat, diese Kommunikationswahrnehmungslücke, die sich da offenbar auftut. Ich werde ganz kurz die Gäste auf dem Podium vorstellen. Zu meiner Rechten die Berliner Bundestagsabgeordnete Lisa Paus von Bündnis 90 Die Grünen. Sie ist Finanzpolitikerin, Obfrau der Grünen im Finanzausschuss und Koordinatorin des Arbeitskreises Wirtschaft und Soziales ihrer Fraktion und ist vor allen Dingen auch für uns relevant Mitglied im Europaausschuss. Seit 2009 gehört sie dem Bundestag an und
1999 bis 2009 war sie Mitglied des Abgeordnetenhauses von Berlin und dort bereits wirtschafts- und europapolitische Sprecherin. Zu meiner Linken die Politologin Dr. Ute Hartenberger. Sie ist langjährige Mitarbeiterin am Lehrstuhl für politische Wissenschaft der Technischen Universität München, studiert in Hamburg und Bonn Geschichte und Politik und promovierte am Max-Planck-Institut für Gesellschaftsforschung in Köln. Ihre Arbeitsgebiete sind unter anderem Governance-Forschung und Sozialpolitik und hier insbesondere europäische Sozialpolitik. Julian Plotka ist Diplom-Politologe, auch er, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Europäische Politik im renommierten IEP. Er wirkt dort redaktionell mit an einer Fachzeitschrift, die viele von Ihnen vermutlich kennen, Integration. Er studierte in Berlin, Potsdam und im norwegischen Bergen. Und zu seinen inhaltlichen Schwerpunkten zählen Fragen der demokratischen Legitimation der Europäischen Union, die Unionsbürgerschaft und die Europäische Bürgerinitiative. Last but by no means least, Thomas Franke. Er ist seit Herbst 2012 Geschäftsführer. Es gibt, glaube ich, auch einen englischen Ausdruck. Ne? Managing Director, wie nennt sich das bei euch? CEO. CEO, von euraktiv.de, dem deutschen Internetportal des europäischen Nachrichtendienstes euractiv.com. Er war zuvor, er hat immer mit Medien und Presse zu tun, Kommunikationsagentur in Siegnis war eine Station und er war auch in der Presseabteilung der CDU-CSU-Bundestagsfraktion tätig. Thomas Franke ist zudem Gründer und Inhaber einer Unternehmensberatung. Alle vier, das freut mich besonders, sind Mitglied der Europa-Union Deutschland oder wollen es zumindest noch werden. Volker Hartenberger. Auf dem Weg zu den Europawahlen 2014 ist das hier überschrieben. Im Moment schaut natürlich alles gebannt, manchmal auch gelangweilt, auf die Bundestagswahl, aber eben doch echt ausschließlich auf die Bundestagswahl. Welchen Stellenwert hat denn die Europawahl 2014 jetzt im Bewusstsein der Deutschen? Jetzt. Heute. Zurzeit. Cool. Also da müssen wir uns, glaube ich, überhaupt keine Gedanken drüber machen. Das ist doch überhaupt nicht unsere Agenda. Es stehen, also ich lebe in Bayern, als norddeutscher Scout, das ist schon schwierig genug, aber dort stehen auch Landtagswahlen an. Die sind auch noch wichtiger als die Bundestagswahlen im Grunde genommen. Dann sind noch Bezirkswahlen, Kommunalwahlen im März. Und dann kommen irgendwann mein nächstes Jahr die Europawahlen. Und Leute wie ich, die dann schon hingehen zu irgendwelchen Türen und sagen, ja, macht euch schon mal Gedanken über Wahlpersonal, also Kandidaten, dass wir schon mal unsere Vorbereitungen machen können, Flyer zumindest entwerfen, das ist alles ehrenamtlich in der Europa-Union. Ich gucke mit solchen großen Augen an und das war's. Aus wissenschaftlicher Sicht wissen wir auch, Europawahlen sind Second-Order-Wahlen. Sie haben eine Hierarchie von Wahlwichtigkeiten, einen ziemlich schlechten Stand. Was korrespondiert eben mit unseren Ergebnissen aus dieser Bodenzeitung, wenn man wenig weiß über das System, dann wird man ihm auch nicht die entsprechende Wichtigkeit zuordnen und dann auch sagen, wie ist es wichtig, dass ich wähle. Von daher passt das, was wir in den Gesprächen herausbekommen haben, und auch selbst an mehreren Aktionen teilgenommen, mit dem, was die Wissenschaft über die Stellen der von Europawahlen sagt. Da würde ich gerne bei der Wissenschaft jetzt mal kurz am Einstieg hier bleiben, wie auch dort gab. Wie steht es denn um die demokratische Legitimation der Europäischen Union, wenn die Bürgerinnen und Bürger sich gar nicht in der Rolle des Souveräns erkennen? Also ich glaube, die Wahlbefugnisfrage ist ein zentraler Punkt. Da würde ich vielleicht auch gerne an einen Punkt anknüpfen, den Frau Köstling eben erwähnte, dass die Kenntnis über die politische Struktur, das politische System der Europäischen Union bei den Teilnehmern und Teilnehmern verheerend gewesen wäre. Es ist sicherlich, dass die EU ein komplexes System ist. Was man da aber, glaube ich, in vielen Punkten nicht vergessen darf, ist, ob wir nicht einen viel zu hohen Standard auch in einigen Punkten anlegen. Weil ich glaube, wenn man selber Umfragen mit Blick auf das Gesetzgebungsverfahren im
Deutschen Bundestag und den Deutschen Bundesrat machen würde. Ich glaube, das Ergebnis wäre genauso verheerend. Und das Spannende ist, glaube ich, dass wir auf europäischer Ebene das Demokratiedefizit im großen Teil einfach deutlicher wahrnehmen. Sicherlich gibt es Defizite, die institutionell bestehen, die auch behoben werden müssen, wo man eine Reformdiskussion geführt werden muss. Aber in vielen Teilen ist es halt auch ein stärker wahrgenommenes Demokratiedefizit, weil die Erwartung an die Europäische Union stärker ist als die Erwartung an die nationale Ebene. Wenn ich da auf den Bundesrat schaue, die demokratische Legitimation des Bundesrats wird selten in Frage gestellt. Mit Blick auf den Rat der Europäischen Union passiert das regelmäßig. Also von daher glaube ich schon, dass es einerseits wichtig ist, dass wir weiter informieren, um so die Legitimität zu stärken, dass wir den Bürgern auch einfach bewusst machen, welche Instrumente ihnen zur Verfügung stehen, dass sie nicht nur an Europawahlen teilnehmen können, sondern dass sie auch das Kommunalwahlrecht als Unionsbürger haben, dass sie die europäische Bürgerinitiative stärken können, dass sie durch Parteien mitwirken können, dass sie durch Instrumente der partizipativen Demokratie mitwirken können. Aber gleichzeitig muss man da, glaube ich, auch die Diskussion einfach korrigieren und schauen, dass man das Demokratiedefizit in den Punkten einfach nicht überbewertet. Frau Paus, wenn der Standard zu hoch gesetzt wird, wie Herr Plotka gerade sagt, ist es dann nicht trotzdem so, dass das demokratische Mitbestimmung ein Stück weit Voraussetzungen hat, wie Information, Wissen, vielleicht auch höhere Bildung? Ja, das ist grundsätzlich in der Tat bestimmt richtig, aber das hilft ja nicht darüber hinweg. Dass wir zwar einen Zuwachs an Kompetenzen für das Europäische Parlament gehabt haben in den letzten Jahrzehnten, aber das Zentrale, dass der Bürger kennt im Thema Demokratie, dass es irgendwie eine Regierung gibt und dass es dann ein Parlament gibt und im Parlament liegt das dann wiederum widerspiegelt in der Minderheit, also dass man einen kommt oder dass man eine Gruppierung konkret verantwortlich machen kann für etwas, ja, das fehlt ja. Und wir haben zusätzlich auch in den letzten zwei Jahren, das sind wir ja ganz in der Euro-Krise, das Phänomen, dass ja auch ganz bewusst von den europäischen Regierungschefs, allen voran Angela Merkel, man ist weggegangen ist von der klassischen Gemeinschaftsmethode, wie es wir wissenden Europäer wieder sagen, und hin zur Unionsmethode, also dass die Regierungschefs das schon zentral richten. Also in den letzten zwei Jahren hatten wir ja nicht den Eindruck, dass das Parlament eine große Rolle spielt. Dann sieht man wieder bei den Europaparlamentswahlen darauf hinweisen, dass über 70-80% der Umweltgesetzgebung auf europäischer Ebene gemacht werden, dass ich mich als Ministerpräsident darüber ärgere, dass wir beim Verbraucherschutz selber so wenig eigentlich machen können, dass das ganz viel auf europäischer Ebene geregelt wird, nur auf Länderebene zu wenig Kontrolle stattfindet in diesen Geschichten. So, also das ist, glaube ich, nach wie vor das alte Dilemma, weswegen wir eben auch dahin diskutieren, dass man auch noch stärker dazu hinkommen muss, dass zum Beispiel der Kommissionspräsident nicht nur gewählt wird aus der Mitte des Europäischen Parlaments, sondern auch vielleicht andere Kommissionsmitglieder oder dass jedenfalls der Kommissionspräsident auch gleichzeitig Spitzenkandidat sein sollte, einer der europäischen Parteien, dass sozusagen verbunden wird mit dem Thema Europäisches Parlament, dass man mehr in die Richtung kommt, dass es eher so funktioniert, wie klassisch der Bürger oder die Bürgerin das versteht. Der Bürger will eben wissen, wer entscheidet und wer ist verantwortlich. Und ich als Grüner kann auch mich daran erinnern, dass das Thema Agenda 2010 natürlich zu 100% an Rot-Grün klebt. Ja, obwohl wir damals ja darunter gelitten haben, dass der Bundesrat dann das CDU führt, das aus unserer Sicht schlimmer gemacht hat, als wir es haben wollten. Aber das interessiert auch keinen Menschen. Ja. So, und deswegen interessiert es auch nicht genau, wie das jetzt erläutert soll, sondern man will eben eine zentrale Verantwortlichkeit haben. Und deswegen finde ich auch, müssen wir weiterhin Schritte tun in die Richtung, wie es ja zumindest der Europa-Union in dem Grundsatzprogramm auch verabschiedet hat, nämlich zu einem wirklich föderalen Europa. Ja, wie beobachten Sie das denn bei Euraktiv? Ist das Europäische Parlament auf dem Weg dazu, ein vollwertiges Parlament zu werden? Oder ist es das vielleicht bereits aus Ihrer Sicht? Und Sie haben ja viel mit Europa-Abgeordneten zu tun. Zunächst zur Europa-Union, ich muss das nicht empfehlen, ich als Medienvertreter muss das sagen. Ein guter Journalist hat mal gesagt, man soll sich mit keiner Sache gemein machen, man muss mit Das sollte das erklären. Zur Rolle des Europäischen Parlaments in unserer Berichterstattung, ob die wichtig sind oder nicht, das Problem, das ich habe, ich bin übrigens auch Politikwissenschaftler, das muss ich
zur Ergänzung. Passt das mit dem Finanzausschuss auch gut? Das Problem, was ich auch selber habe, ist, und deswegen muss ich auch die Wählerinnen und Wähler ein wenig in Schutz nehmen, ist, dass das politische System der EU so dermaßen komplex ist, 500 Millionen Bürgerinnen und Bürger repräsentiert. Wenn man sieht, dass wir jetzt demnächst weniger Abgeordnete haben, nämlich 96 für Deutschland, und man das unterbricht auf die Anzahl der Bevölkerung, haben wir ungefähr 850.000 Bürgerinnen und Bürger für einen Abgeordneten. Das heißt also, für mich stellt sich gar nicht die Frage, ob das Europaparlament wichtig ist und diese direkte Demokratie oder nicht, sondern für mich stellt sich die Frage, und das ist so ein bisschen an die Adresse der nationalen Politik, wie sehr machen wir dafür deutlich, oder machen wir deutlich, dass die deutsche nationale Politik 1:1 verbunden ist mit der EU-Politik. Und da will ich gar nicht jetzt auf das Europäische Parlament oder die Kommission oder Ähnliches anspielen, sondern es gibt im Prinzip keinen politischen Bereich in Deutschland, der nicht gleichzeitig EU-Politik ist. Und so sind wir ja auch aufgestellt als Operativ mit unserer deutschen Sektion. Wir stellen diese Brücke eben auch her. Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Funktion, den Leuten klarzumachen, dass Europa nicht irgendwas ist, was von der nationalen Politik abgelöst werden kann, sondern tatsächlich Kern mit der nationalen Politik auch ist. Das sieht man ja besonders auch mal in den Wahlkämpfen mit Wumms für ein besseres Europa. Da fällt das bestimmt das nächste Mal noch was Besseres ein. Das war 2009, Verlosung hier. Das können Sie dann gerne, das ist auch unsere Wahlplakate. Das mal mit übrigens aufstehen und du. Und du. Weil das ist das mal. Achso. Aber weiß ich nicht, weil die ist ja erst irgendwann nächstes Jahr. Ich wollte noch einen Punkt anknüpfen, der jetzt auch mit der Euro-Finanzkrise wieder was zu tun hat. Also natürlich kann man noch mehr sagen, muss man informieren und so weiter, und die Öffentlichkeit haben einen Auftrag. Dann habe ich aber auch mitverfolgt, wie dann zum Beispiel das Europa-Magazin durch die Tagesleiste da durchgewandert ist, dass es, glaube ich, erst am Mittag war, jetzt bei Finanz um 1, beigegeben, dass dann doch nicht so geguckt wird. Das Entscheidende ist natürlich, was haben Sie da unten und müssen zu entscheiden. Und dann das drei Geflecht hatte ich ja eben schon erwähnt, aber ein entscheidender Punkt ist natürlich, wenn auf europäischer Ebene nur 1% des Bruttoinlandsprodukts verteilt wird, ja, also das sind immer noch Milliardenbeträge, aber dann ist das eben im Verhältnis zu dem, was auf nationalstaatlicher Ebene entschieden wird und an Geldmitteln verteilt wird, einfach ein extrem geringer Anteil. So, und ich gehe davon aus, und das wird ja auch intensiv auf Fachebene auch von der Bundesregierung diskutiert, dass es in welcher Form auch immer zu mehr Transfers kommen muss, zumindest innerhalb der Europäischen Währungsunion, wenn diese Europäische Währungsunion weiter bestehen soll, ob das Direkttransfers sind, ob es die Sozialversicherungssysteme sind, was auch immer ist, das ist eine zweite Frage. Aber wenn dann auf europäischer Ebene über ein größeres Budget verhandelt werden würde und wenn das, was im europäischen Vertrag drinsteht, nämlich dass die Europäische Union über Eigenmittel verfügt, in Form von direkt zugewiesenen Steuereinnahmen, dann würde auch automatisch die Öffentlichkeit wesentlich intensiver nach Brüssel hinschauen. Also die Bild-Zeitung hat ja inzwischen schon ein Büro in Brüssel eröffnet. Und wenn es da zum Beispiel um europäische Unternehmenssteuerpolitik ginge oder Einkommensteuer oder andere Dinge, dann glaube ich, wäre automatisch das Interesse da. Ja, das entspricht ja auch einer Forderung, einer Kernforderung der Europa-Union Deutschlands, was Sie da gerade geschildert haben. Frau Dr. Hartenberger, Sie haben Sie sind ja nicht nur Hochschullehrerin, sondern auch Dozentin an der Volkshochschule München und tragen dort zur Vermittlung von Europa bei, zur Aufklärung darüber, wie Europa funktioniert. Denn es ist ja auch ohne die Transfers, auch jetzt schon, was den Regulierungsbereich angeht, den Regelungsbereich angeht, durchaus tatsächlich wirkmächtig. Das ist ja nicht zu unterschätzen, das ist ja dann doch eher ein Wahrnehmungsproblem. Da geben Sie Kurse und die Europäische Kommission unkontrollierbare Eurokraten an der Macht, Fragezeichen, oder Nationalstaaten in der Integrationsfalle, Fragezeichen. Wie schlicht muss Europa sein, um vermittelbar zu werden? Es muss gar nicht schlicht sein, weil es nichts bringt, die Menschen was vorzumachen, was nicht ist. Also ich würde ganz gerne eigentlich auch, wie mein Nachbar, eine Bresche für den Wähler schlagen. Der Wähler ist nicht doof. Also, das
war vielleicht mal irgendwie vor 50 Jahren, da hatten noch viele Menschen, die ja viel mehr mit der Hacke arbeiten mussten, aber heutzutage. Es gibt viele Informationsmöglichkeiten und die Medien sind präsent und wenn man wirklich was zur EU finden will, ist ja auch schon gesagt worden, dann findet man das auch im Internet und die Zahl derjenigen auch aus mehreren Bildungsschichten, die mit ihrem iPhone oder so ganz schnell mal eben ins Internet gehen und was nachschauen, ist ja auch nicht zu fungieren. Ja. Also es ist Information ist wirklich das Problem. In diesen Kursen, die ich dann gebe, da habe ich ja schon immer den Vorteil, dass Leute, die kommen zur Volkshochschule, die wollen sich ja schon informieren. Also sind sie nicht ganz so repräsentativ wie jetzt die Massen, die wir bei dieser Hodenzeitung besprochen haben. Und da haben wir ja wirklich jeden angehauen, wollen sie mal mitmachen. Und da hat man vom Herrn mit der FAZ unter dem Arm, der sagte, oh, ich gehe grundsätzlich zu keiner Wahl, weil die machen ja einen Mist. Ja, aber ein super informierter Mensch, mit Sicherheit ein Akademiker, aber mit einer Weltsicht, da hat man uns auch nur gesagt, ja, okay, schön, dass sie mitgemacht haben. Bis zu eben der Dame, die sich erstmal wirklich sich ausgekotzt, damals kann ich nicht sagen. Alles Schlimme und dann konnte man anfangen zu sagen, ja, hören Sie mal, lesen Sie zum Beispiel, haben Sie, wissen Sie, wie das funktioniert mit dem und dann kann man auch ja, Wissen vermitteln. Nicht Wissen im Sinne von dem, was die politische Bildung als Kompetenz erwartet, betrachtet, sondern Wissen von, aha, ich werde wahrgenommen. Und da gibt es auch Leute, die mit mir sprechen. Also diese Sache mit dem lieber Abgeordneter spricht mit mir, das würde ich schon sehr unterstützen. Und wenn man erstmal anfängt, den Zugang hat, dann kann man auch durchaus die Komplexität des Systems erklären. Ja. Ich verlange von so einem WLAN nicht, und da hat Herr Popper völlig recht, wenn Sie so eine Umfrage machen würden, so Eurobarometer zum Beispiel, wenn Sie das regelmäßig in Deutschland so hätten, in der Ausführlichkeit, wären die Ergebnisse wahrscheinlich genauso verkehrt, was das Wissen um das politische System der EU angeht. Ja, ich habe in München Studenten ausgebildet, wollen Sozialkundelehrer an beruflichen Schulen werden. Also mit der Zeit stumpft man ja ab und alles hin und versucht sein Bestes, aber der Wissensstand, wenn die kommen, es zählt sowieso nur Bayern und die Kommune und Englisch muss ich auch nicht können, weil ich gehe hier nach Niederbayern und dann brauche ich noch Bayerisch. Das war so um 2000, als ich anfing. Inzwischen hat es sich geändert. Ja. Hurra, ich lebe das Bachelorstudium und die internationale Vernetzung. Es ist mühsam, es ist sehr mühsam, man muss unheimlich viel Energie mitbringen. Und da helfen auch die tollen didaktischen Konzepte, die zum Beispiel die politische Bildung bereithält, meistens nicht so viel. Ja? Wichtig ist die Nähe. Wenn der Herr Pilat da ist, es gibt eben auch Europaabgeordnete, die machen einen Bogen um solche Aktionen. Es gibt andere, die sind ganz toll. Das ist auch ein bisschen ein persönliches Ding. Aber wenn man es aushält, dass der Wähler zunächst mal seinen Frust, den er sonst nur zu Hause geht, er sieht die Nachrichten, mal wieder geht seinen Sparguthaben den Bach runter, oder zumindest reduziert sich der Zinsertrag, das haben wir wirklich alle erlebt, auch ich war zwischendurch ziemlich sauer. Und dann erzählt er mir was von tollen Europa. Da muss man es ertragen als Gesprächspartner, und das ist das, was man jetzt innerhalb des Verbandes nochmal tun müsste. Nehmt es mal hin und dann fangt man vorne an. Und gibt ihnen die Möglichkeit, nachdem sie erstmal quasi ihre Perspektive gezeigt haben, und sagen, das ist mein Stand, dann kann man versuchen, diese Deutungsmuster im Gehirn, die so unsere Erwachsenen, und das meisten, die meisten, mit denen wir hier zu tun haben, sind Erwachsene gewesen, ein bisschen anzukratzen. Ja, man kann Menschen nicht ändern. Die haben, Erwachsene lernen langsam und schwierig. Sie können Lust informieren. Alles. Und dann hoffen, dass eben ihr persönlicher Eindruck, den sie gemacht haben im Gespräch, ein bisschen nachhaltig ist. Also so schön diese Aktion ist, wir werden damit Europa und das Demokratiedefizit nicht in Luft auflösen. Wir können nur sagen, es ist nicht ganz so schlimm, wie ihr denkt. Und was ich jetzt nochmal sagen möchte, als Psychologe, kurz noch, was mir wichtig wäre, bei der Parteien, die jetzt in den Wahlkampf, den Europawahlkampf gehen. Ich bin mir nicht so sicher und vielleicht können uns da gleich Menschen aus dem Publikum helfen, inwieweit Parteien intern eigentlich ein kohärentes Europabild haben und wissen, was sie von Europa wollen, wie ihre Vision von Europa aussieht. Ich kann als Europa-Unionsmitglied immer erzählen, was meine Vision ist. Aber diese Stärke zu sagen, das ist meine Vision, die können Sie anbieten und das können Sie beiseite schieben. Wie ist das mit den Parteien? Ist da intern überhaupt schon die Kohärenz vorhanden, dass sie auch eine
gezielt, also dieses Produkt, mein grünes Europa, mein schwarzes, mein rotes, mein gelbes, wie es immer ist, das jetzt auch verkaufen können. Das weiß ich. Ja, das Publikum kommt auch gleich zu Wort. Ich möchte vorher noch Herrn Plotka fragen, wir haben ja das Jahr der europäischen Bürgerinnen und Bürger, wir reden jetzt hier über die Menschen so ein bisschen, also wir alle letztlich als Sozial- der schwieriges, scheues Wesen werden, ja, der schwierige Souverän, der nicht erkennt, wie wichtig die Dinge sind. Oder, ja. Wie sind da Ihre Erkenntnisse? Ich glaube, Sie haben da eine Studie zur Unionsbürgerschaft gemacht, die in Kürze veröffentlicht wird. Also wir arbeiten zurzeit an einer Studie, die genau darauf zielt, sozusagen Europa zu vermitteln, weil ich glaube, ein Punkt, der auch schon angesprochen worden ist, zum einen die Bedeutung der nationalen Ebene in der Europapolitik und zum anderen die Frage nach klaren Verantwortlichkeiten. Sicherlich muss man da den Punkt einfach auch unterstreichen, dass es notwendiger ist, Europapolitik da einfach deutlicher zu erklären. Und da soll diese Studie Hilfe geben, Argumente aufzuzeigen für Europa, und einfach die Studie will den Wert ermitteln, welchen Wert hat Europa für den einzelnen Unionsbürger, und nicht im klassischen Sinne eben, dass das Wort Europa verkaufen gefallen, das finde ich immer ein bisschen kritisch, da stellt man immer so eine Distanz zwischen sich selber und dem Bürger, der es wirklich nicht verstehen will, dass man ihn aktiv überzeugen muss, sondern einfach Europa oder für Europa mit einer fairen Bilanz zu werben, zu sagen, das sind die Kosten Europas, zum einen im finanziellen Bereich, aber sicherlich auch im immateriellen Bereich, und dem gegenübergestellt den Wert, den Europa für den einzelnen Unionsbürger hat. Allein auf der einen Seite sicherlich den ökonomischen Wert, was nutzt Europa, welchen Vorteil bringt das der Volkswirtschaft, zum Beispiel in der Bundesrepublik Deutschland, aber auch gerade aus Sicht des Unionsbürgers die immateriellen Werte. Welchen Wert hat die Unionsbürgerschaft im Verbraucherschutz? Das ist ja eben schon angesprochen worden, dass auf europäischer Ebene viel da geregelt wird und dass da halt der Status als Unionsbürger im alltäglichen Leben einen großen Vorteil bringen will, und die Studie, die im Herbst erscheinen wird, will da eine Handreichung geben und wirklich einen Überblick geben, dass man die faire Bilanz in der europapolitischen Kommunikation ziehen kann und halt von dieser proeuropäischen Kommunikation, und ich glaube, das ist ein ganz zentraler Punkt, ist einfach wegkommt, und es ist eben auch schon genannt worden, den Bürger ernst nehmen und in einen Dialog zu gehen. Und da einerseits die negativen Punkte, die Kosten aufzuzählen und andererseits die Vorteile zu erheben. Und wenn man da sozusagen auf die demokratische Legitimation geht, finde ich immer ein schönes Beispiel die degressive Proportionalität. Wenn man es sich einfach macht wie das Bundesverfassungsgericht, kann man sicherlich schön sagen, die Gleichheit der Wahl ist der Grundsatz, das ist mein Maßstab, an dem ich Legitimität messe. Und dann ist das Europäische Parlament halt demokratisch nicht so legitim wie der Deutsche Bundestag. Auf der anderen Seite, finde ich, muss man an der Stelle noch den weiteren Punkt gehen und fragen, warum haben wir denn eine degressive Proportionalität auf europäischer Ebene? Hat das vielleicht einen historischen Kontext zu sagen, oder dass die Malteser proportional überrepräsentiert sind gegenüber den Deutschen, und was würde es umgekehrt bedeuten, wenn wir sozusagen jeden Bundesbürger genauso repräsentieren wie jeden Malteser, hätten wir ein europäisches Parlament mit über 7000 Abgeordneten, was nicht praktikabel ist, und umgekehrt, wenn jeder Malteser so repräsentiert ist wie ein Bundesbürger, dann können die alle jede zweite Legislaturperiode einen Abgeordneten schicken und jede dazwischen keinen, weil sie halt nur einen halben haben. Und dementsprechend zu sagen, dass halt um die Errungenschaft Europa, die uns große Vorteile bringt, müssen wir halt Konzessionen machen, ist, glaube ich, der Punkt, dass wir den Unionsbürger da einfach ernst nehmen sollten und auch diese Kosten sozusagen offenlegen, aber gleichzeitig auch erklären, warum wir bereit sind, hier einzugehen. Und ich glaube, das ist in der Vergangenheit viel zu selten gemacht worden. Europapolitik oder europapolitische Kommunikation hatte da oft mehr den Input, dass wir müssen die Leute überzeugen, wir machen eine PR-Kampagne, und ich glaube, das ist der falsche Ansatz. Ja, vielen Dank. Weil die Veranstaltung jetzt an für sich endet, so wie es vorgesehen ist, muss ich also verständlich das Wort raus, sonst gleich verlassen wir den ja dann Anschlusstermin. Das Publikum soll auch kurz Gelegenheit haben, vielleicht ganz kurz, wirklich nur Fragen, keine Statement. Zwei der Fragen, die wir sammeln und dann Frau Haus beantworten kann. Keine Statement, nur Fragen.
jetzt eben kurz für Sie und danach natürlich, das machen wir gleich. Ja? Bitte, Sie waren zuerst, glaube ich. Ja. Machen Sie ruhig, ja. Mein Name ist Frau Weiß von der Senatskanzlei Berlin. Und mich würde interessieren, es wurde jetzt schon angesprochen, dass die Politiker Übersetzungsleistungen letztendlich leisten müssen, um diese komplexe EU zu erklären. Und auch für Sie die Volksabstimmung eine Lösung wäre für EU-Themen, weil dann die Politiker schon in der Pflicht wären, sich mehr damit zu beschäftigen, mehr zu erklären, die Themen zu erklären. Vielen Dank. Ich habe Lust gesehen. Ja. Ich hätte gerne sowohl von der Abgeordneten als auch von den Politikwissenschaftlern gewusst, was sie denken, was man dafür tun könnte oder sollte, dass Politik nicht so sehr als Institutionenkunde unterrichtet wird an der Schule, sondern mehr als sozusagen How-to-do-Unterricht. Weil ich die Wahrnehmung habe, also der Lehrer meiner Kinder wusste weder, wie in seiner Nachbarschaft ein B-Plan entsteht, noch wusste er, welche Gremien im Bezirk für was zuständig sind. Der kannte keine Sitzungstermine von seinem örtlichen Gemeindeparlament. Und die Frage, wie kann man mehr dafür tun, dass die Leute statt gefrustet zu sein mit den Ergebnissen, sich also mehr darüber wissen und mehr darüber Gedanken machen, an welchen Stellen sie schon teilnehmen können, beeinflussen können und welche Instrumente ihnen dafür zur Verfügung stehen, die sie noch gar nicht genutzt haben. Okay, hier waren noch mehr Fragen. Ja, bitte. Jan Thiele aus der Gefahr. Wir haben ja gehört, dass es eher so ein Wahrnehmungsproblem ist zwischen den Bürgern und dem IP und das Problem ja eher in der Vermittlung irgendwie. Bei den Grünen, meine ich, gehört, gab es jetzt so eine Art Konvent aller grünen Parteien in Europa, um den Wahlkampf irgendwie abzustimmen. Wäre das eine Möglichkeit, auch an andere Teilnehmer, das besser zu kommunizieren, dass halt Parteien im nationalen Wahlkampf für die Europawahl deutlich machen, es geht jetzt hier nicht um nationale Probleme und Interessen, sondern es geht um europäische, um da halt irgendwie ein anderes Bewusstsein zu schaffen. Frau Paus. Achso, eine Frage haben wir noch. Ja, genau. Ja. Wenn Sie das noch schaffen. Ja, okay. Gerne noch. Ich habe eigentlich noch eine Frage gehabt zu Ihrem Vortrag, Frau Köstler. Ja, das können wir gleich machen. Genau. Das können wir gleich machen, weil Frau Paus los muss. Na, dass Sie eben Frau Paus jetzt antworten. Ja, an Frau Paus und auch an die anderen Parteienvertreter, das kann man ja dann vielleicht auch irgendwann vermitteln. Wenn bei uns in der Schule, in der Mittel- und Oberstufe Europa behandelt wird, dann nehme ich wahr, dass die Schüler sich durchaus dafür interessieren, zum Beispiel wie die EU-Asylpolitik ist, also wie die Leute von Malta behandelt, in Malta behandelt werden, in Gefängnisse eingesperrt und so weiter. Ich sehe da auch ein bisschen eine Bringschuld, dass die Parteien zum Beispiel auch mehr vermitteln müssen, was tun sie zum Beispiel, denn so Missstände werden durchaus wahrgenommen. Und Schüler interessieren sich dafür, gerade auf der Menschenrechtsebene habe ich in Eindruck, sind viele interessiert. Da müsste irgendwie mehr sowohl auf die Defizite eingegangen werden, denke ich, von den Parlamentariern, das müsste nicht schön geredet werden, was die EU da vielleicht noch für Hausaufgaben auch zu machen hätte, nämlich Einfluss zu nehmen, auch zum Beispiel im Hinblick auf Korruptionsbekämpfung und so weiter. Also wenn auch im Hinblick auf die Wahlbeteiligung nächstes Jahr vermittelt wird, dafür setzen wir uns ein, auch auf der EU-Ebene. Das können wir beeinflussen, wenn Sie wählen, so und so. Dann denke ich, wäre da der Frust oder die Unwissenheit durchaus auch zu bekämpfen. Okay. Ja, fange ich von hinten an. Ich erlebe das auch so. Es gibt eigentlich ein großes Interesse, gerade bei jungen Leuten zu diesen europäischen und internationalen Themen. Es ist aber das Problem von sowohl Bundestagsabgeordneten als auch noch viel mehr Europaabgeordneten auch sozusagen ranzukommen. Ja? So, bei mir ist es inzwischen schon ein Running Gag im Büro, wenn ich mal sage zur Europawoche, ich will dieses Mal aber wirklich in eine Schule zu einer Informationsveranstaltung. So, da gibt es formal einen in der Senatsverwaltung, Bundesverwaltung zuständigen, ja, der da irgendwie was vermitteln soll und der kriegt aber nichts vermittelt. So, dann wende ich mich direkt an Schulen, dann passt das auch gerade nicht, weil das meistens jetzt im Mai dann in diese
in dieser Abi-Phase sozusagen reinfällt. Es gibt aber jetzt auch keinen Alternativtermin. So, also, ne? Und grundsätzlich ist es so, dass es die Parole eher gibt, dass politische Parteien eben nicht in die Schulen sollen, sondern wenn, dann immer nur alle zusammen. Und das scheint halt auch für die PW-Lehrer, gehört ja auch an zu sein und so weiter und so weiter. Also ich sage, wir wollten damit bei Ihnen adressieren, da kenne ich alle meine Kollegen, wir gehen alle gerne in die Schulen, weil wir alle immer den Eindruck haben, das bringt was und wir wollen auch nicht mit Parteien werden, sondern wir gehen da gerne im Komplettpaket hin. Und wir kommen auch nicht nur vor Wahlen, wir kommen auch sonst. Wir leiden eher darunter, dass wir da wenig eingeladen werden. Und da bin ich mir ganz sicher, das gilt für die Europaabgeordneten genauso. Und Europaabgeordnete leiden noch stärker als Oppositions-Bundestagsabgeordnete darunter, dass das, was sie alles Tolles tun, normalerweise eben wenig den Weg in die Medien findet. Aber aktiv klingt zwar sehr viel, aber ist ja jetzt auch kein so breit wahrgenommenes Medium. Die klassischen haben es wenig, junge Leute gucken auch kaum noch klassische öffentlich-rechtliche Medien. Also die Frage ist tatsächlich, wie kommt man da hin? Ja, so, wie kriegt man, dann sagt man, ihr macht ja nichts, und dann sagen meine Kollegen zu Recht, wir machen ganz viel. Ja, und dann gibt es auch die ganzen Broschüren und so weiter, aber wir wissen nicht, über welchen, also wir versuchen natürlich einiges, aber wir wissen, es gibt ganz wenig Kanäle, die funktionieren, damit das, was wir hier tun, tatsächlich auch da breit ankommt. Da ist tatsächlich auch noch ein Informationsproblem, was jetzt diese Arbeitsgeschichte angeht. Und das kommt eben bei diesen ganz großen Skandalen. Also wenn jetzt Prison ist oder so, also nicht Datenschutz, dann kommt man mal durch. Aber bei Asyl ist es eben meistens eher wenig. So, was machen die Grünen gut, was andere noch besser nachmachen können? Tatsächlich haben wir uns jetzt überlegt und werden das auch machen, haben wir selber erfunden, sondern haben es von den französischen Sozialisten abgeguckt. Wir Grüne werden unsere, wie immer, Doppelspitze, zwei Spitzenkandidaten für die Europawahl europaweit per Online-Voting aufstellen lassen. Und die französischen Sozialisten hatten das ja auch so gemacht, dass nicht nur aus der Mitte der Parteimitglieder der französischen Sozialisten der Präsidentschaftskandidat gewählt worden ist, sondern sie haben gesagt, eigentlich dürfen alle mitwählen. Sie müssten aber einmal ankreuzen, dass die Grundsätze mit unseren Zielen konform gehen. Ja? So, also müssen schon einmal sagen, grüne Ziele sind schon das, was wir irgendwie unterstützen, aber die müssen kein Parteimitglied werden und so weiter. Und dann dürfen europaweit alle ab 16 per Online-Voting bestimmen, wer die beiden europäischen Spitzenkandidaten der Grünen sein werden. So, und davon erhoffen wir uns natürlich einfach eine cross-nationale Debatte. Weil ich gehe fest davon aus, da werden keine zwei deutschen Kandidaten gewinnen. Und dann werden wir zum Beispiel auch, ne, als deutsche Grüne waren wir, ups, da gibt es ja wirklich auch eine sehr interessante Persönlichkeit aus Italien oder aus welchem Land auch immer. So, und damit kann man eben schon auch diese nationale Kommunikationshürde dann überwinden. So, der Hinweis, dass man nicht nur Institutionen lernen sollte, sondern das auch ein bisschen lebendiger machen sollte, den kann ich auch mitteilen. Natürlich sollte ich schon grundsätzlich wissen, was gibt es für Institutionen, aber da auch mehr hinzugehen in Richtung Case Study, sozusagen, wie man das im Jurastudium kennt. Ja? Nicht nur einfach die Paragraphen auswendig lernen, sondern konkrete Fälle sich überlegen und dann überlegen, ne, wie geht es denn davor? Ja? Frau X, Herr Y hat folgendes Problem, was gibt es denn da jetzt eigentlich für Möglichkeiten? Das finde ich einen richtigen Hinweis. Könnte man auch mal einen Brief schreiben an die Landesbildungsverwaltung oder wer auch immer adressiert werden muss. Thema Volksabstimmung auf EU-Ebene. Da sind wir Grünen auf EU-Ebene dafür. Deswegen werben wir auch für die Europäische Bürgerinitiative, die ja immerhin schon mal ein Instrument ist und haben uns auch mit dafür eingesetzt, das zu vereinfachen und zu ermöglichen. Wir wissen aber auch, dass das ein schweres Brett ist. Sie hatten jetzt nochmal gefragt nach den parteipolitischen Unterschieden und ob das denn tatsächlich so ist, dass da alle in der Partei wissen, was man eigentlich europapolitisch denkt und tut und meint. So, also die Grünen verstehen uns als Europapartei, trotzdem würde ich jetzt auch vor uns bei jedem Finanz ins Feuer legen, dass wenn dann der Wahlkampf kommt und dann mit Werbung und Leute wieder an Stand stehen, dann machen wir auch nochmal eine Schulung, ne, was wir denn eigentlich wollen. Aber trotzdem ist schon breit verankert, also wir wissen schon um die Unterschiede zu einer Partei. So, und die Liberalen wissen das, glaube ich, auch ganz klar. So, und jetzt zum Beispiel Spannungsverhältnis CDU-Grüne, die schon sagen, das erlebe ich auch immer mit meinen Kollegen in der Europa-Union, das ist
sind wir parteiübergreifend drin, ne? Da diskutieren wir auch immer durchaus intensiv miteinander. So, und ich glaube, ich sage jetzt nicht was Falsches, wenn ich sagen würde, in der Union ist Europa schon noch sehr stark verankert, als das ist und muss notgedrungen ein Elitenprojekt sein. Ja, weil sonst würden wir diese Integrationsschritte gar nicht schaffen, die wir gegangen sind, und die sind aber auch notwendig, und deswegen ist Europa ein Elitenprojekt. So, und wenn ich diese Haltung habe, dann haben wir natürlich erstmal grundsätzlich eine andere Haltung zum Thema direkte Mitbestimmung, ne, und diese ganzen Geschichten. So, ich sage, gerade jetzt in der Krise brauchen wir zwar auch schnelle Schritte, aber wir brauchen auch nach wie vor die Unterstützung der Bevölkerung für dieses Projekt. Und was gerade in den letzten zwei Jahren, ne, sich da entwickelt hat, an breiter Brust überall in ganz Europa, das hat so große Ausmaße angenommen, dass ich sage, wir können gar nicht anders, als das jetzt doch mal stärker in Verboten zu denken. Wir wollen es sowieso, aber es muss jetzt auch einfach sein. Ja? Es muss jetzt auch einfach kommen, weil sonst funktioniert es nicht. Weil das wird ja jetzt gerade, also jetzt ist es tatsächlich breiter. Vorher war es immer so, Europa ist gut, weil es Frieden gemacht hat und wir den Wohlstand und so. Ja? Deswegen war das breit akzeptiert. Jetzt sagen alle, Europa ist ja nur ein Elitenprojekt und können das eindeutig identifizieren mit die Politiker und die Banken, ja, gehen da einen Pakt ein und zocken uns hier ab. Also sozusagen nicht alle, aber jedenfalls ist es so, also da hat sich einfach deutlich was entfernt, ja, zwischen der Politikerklasse und der Bevölkerung. So, und deswegen braucht es ja nicht einige Symbole oder so, sondern da glaube ich tatsächlich, da braucht es eine breite Verankerung auch mit entsprechenden Verfahren. Wir sind jetzt nicht diejenigen, die sagen, wir wollen auch direkte Volksentscheidende auf nationaler Ebene in Deutschland, würden aber jetzt zurzeit das Thema Europa auf nationaler Ebene noch rausnehmen, weil wir doch Sorge haben, dass, ne, das muss sich erstmal entwickeln. Aber jedenfalls grundsätzlich müssen wir da insgesamt in die Richtung denken, weil sonst sonst sieht es auch schwierig mit Europa. Danke, wie gesagt, ich habe tatsächlich leider vorher andere Termine gemacht und deswegen muss ich jetzt anders in anderen Termin gehen. Vielen herzlichen Dank, dass Sie da waren, Frau Paus. So, das Publikum darf gerne noch weitere Fragen an die verbliebenen Teilnehmer stellen. Fragen nicht, bitte sehr. Aber vielleicht interessiert das auch den einen oder anderen auf dem Podium. Ich hätte noch eine Rückfrage, das ist Ihr Vortrag, und zwar beziehe ich mich auf das Best-Practice-Modell. Sie hatten gesagt, dass Sie auch Umfragen gestartet haben in Straßburg und Brüssel. Jetzt würde mich interessieren, haben Sie auch die Aussagen zu den allgemeinen Vorstellungen ausgewertet, wie die sich unterscheiden von dieser Richtung, die Sie zum Schluss gezeigt haben, von den anderen Teilnehmern in den 14 Bundesländern? Ob es da eine andere Gewichtung gibt, im Sinne eben der Best-Practice? Danke. Das haben wir nicht gemacht, aber es ist eine interessante Anregung. Also man kann das ja irgendwie an diesem Saal machen. Nein, wir haben auch überlegt, ob man nochmal analysiert, wie unterschiedlich das Abstimmungsverhalten in den einzelnen Bundesländern ist oder große Kommunen, kleine Kommunen. Aber das haben wir alles noch nicht gemacht. Und das glaube ich, wenn wir jetzt die Aktion weiterführen, dann kriegen wir ja auch noch mehr Ergebnisse. Dann werden wir das. Herr Jürs. Ja, ich hätte noch eine Frage an die Politikwissenschaftler, woher das wohl kommen mag. Erstens, ob mein Eindruck richtig ist, und zweitens, wenn da richtig ist, woher es wohl kommen mag, dass diejenigen, die sich besonders heftig bemühen, Europa sozusagen den Bürgern schmackhaft zu machen, eine Gruppe bei der Vermittlung dieser Begeisterung fast völlig ausblenden, gar nicht auf dem Schirm haben. Und das ist die immer größere werdende Zahl von jungen Menschen, die bereits als Europäer aufwachsen müssen, weil sie sich schon sehr stark als Europäer fühlen, weil sie ein Jahr anders zur Schule gegangen sind, weil ihre Elternteile aus zwei verschiedenen EU-Staaten kommen, weil sie als Deutsche mit ihren Eltern nach Italien ausgewandert sind, beruflich oder aus anderen Gründen. Ich kenne eine Vielzahl von jungen Leuten, die diese Merkmale tragen, die sich als Europäer fühlen. Die fühlen sich
finden das nicht ungewöhnlicher, als dass ich es normal fand, dass meine Eltern aus verschiedenen Bundesländern kommen oder meine Großeltern. Und dass das ausgeblendet wird, das merke ich eben daran, dass selbst diese jungen Leute von Politikern angesprochen werden nach dem Motto, Europa ist halt so schön, wie du glaubst. Und dann völlig irritiert sind, dass sie sagen, stimmt, aber wieso glaubst du mir das erklären zu müssen? Geh mal zum Mikro, sonst bin ich so leise. Ich habe eigentlich eine Frage ans Publikum und auch auf dem Podium. Die Frage wäre, wer hat Tipps oder wer möchte mitmachen? Ich habe schon den ersten gehört und der Hintergrund ist, wir sind ein sogenanntes Social Media Projekt, finanziert vom Europäischen Parlament, das gerade gestartet ist, mit dem Ziel, Jugendliche, die sich typischerweise eben nicht interessieren, über eine Online-Plattform zu vermitteln, dann macht das Europäische Parlament oder welche Inhalte gibt es. Der erste Tipp, den ich gerade von Ihnen gekriegt habe, ist vielleicht auch die einzubinden und in den Dialog zu gehen, die sich hier als Europäer fühlen. Aber wenn hier sonst noch jemand Lust hat, was abzugeben, mitzumachen oder uns einen Hinweis zu geben, dann einfach auf mich zukommen. Aber vielleicht können wir auch ein paar Meinungen zu der Jugendbewegung sagen dazu. Also ich lade Sie eigentlich mal mit Kollegen der Geschäftsstelle der Europa zu sprechen, weil das wird ja erstmal sehr interessant an. Vielleicht Marco Schwarz sehe ich hier vorne. Marco, das heißt, ich mache kurz. Bis ja, mal hier gleich. Das ist schon, jetzt schon dabei. Ja, natürlich, das ist klar. Das ist schon klar. Aber ich will auch mal so leicht hinsprechen. Genau. Bevor sie hier weggekauft werden. Gibt es sonst Fragen? Müssen wir vielleicht noch ein paar Fragen sammeln? Bitte sehr. Um zu viel Wasser in den Wein zu gießen, der Enthusiasmus, den ich hier muss, gehört habe, und ich nehme auch an, ich teile den ganzen Teil auch, Europa zu vermitteln als ein positives Ding für alle, aber insbesondere für Jugendliche, sollte man nicht viel mehr auf die Krisen ansprechen. Also Sie haben, finde ich, das Wort ist überhaupt nicht heute aufgetaucht, und ich wundere mich eigentlich, jeder Schüler weiß, was von einer Euro-Krise. Warum ist das denn zum Beispiel nicht angesprochen in den Fragen? Das wäre der eine Punkt. Ich glaube, dann ist man einfach ehrlicher zu meinem Enthusiasmus, der vielleicht noch im Hinblick auf Friedensprojekte und so weiter verfängt und Reisen. Wie gesagt, das wäre nicht selbstverständlich und woanders leben. Der zweite Punkt wäre, dass ich die Bezeichnung Bürgerinitiative, die Sie vorhin mehrmals genannt haben, sehr missverständlich finde, in Bezug auf die Europäische Bürgerinitiative. Die ist uns vorgestellt worden, da müssen eben aus 7 Ländern, mindestens 1 Million Leute mit Unterschrift und so weiter. Das ist das, was doch eigentlich auch nach dem Lissabon-Vertrag als Bürgerinitiative firmiert. Und da sind keine, hoffentlich möglichst wenige, zumindest Hauptamtliche dabei, sondern das ist wirklich eine Geschichte, die von unten kommen soll. Das ist eigentlich missverständlich, finde ich, wenn sie dann den gleichen Termin ausführen. Also wir benutzen den, wenn ich das sage, schon seit langem. Also die Europa-Union bezeichnet sich schon seit vielen Jahren als die Bürgerinitiativen für Europa in Deutschland. Und ich darf nochmal sagen, dass das Engagement dieses Verbandes vornehmlich von Herkunft getragen wird, bis auf ganz wenige Hauptamtliche auf Bundes- und Landesebene. Also so viel dazu. Sie haben natürlich recht, wenn man den einen Kontext hat, aber wie gesagt, die Begrifflichkeit hatten wir vorher als der Begriff der Europäischen Bürgerinitiative war geboren worden. Vielleicht möchte ich noch einen Punkt aufnehmen, der jetzt hier immer so durchgebracht ist. Ich bin der Vertreter eines Online-Mediums und Bürgerinitiative, Beteiligung, Entscheidungsfindung, direkte Demokratie, das ist alles gefallen. Mir kommt dabei immer eine Sollbruchstelle des politischen Systems in Erinnerung. Und zwar die nationalen Parteien promoten sich natürlich bei der Bundestagswahl national. Und im Prinzip versuchen sie, Europa dann als etwas zu verkaufen, wir garantieren euch, wir holen das Beste für euch aus Europa raus. Ja, das bedeutet, wir setzen uns dafür ein, dass die besten für Deutschland möglichst guten Regelungen getroffen werden. Wir sorgen dafür, dass möglichst wenig von Deutschland gezahlt wird und dass wir möglichst viel Geld aus Europa einstreichen. So, das ist also die nationale Ebene, so treten die Parteien dann auf und dann schicken sie ihre Leute dann in Europa rein, nach Europa und die sind natürlich auch national verhaftet. Und jetzt haben die Jungs und Mädels das Problem,
dass sie nämlich in einer transnationalen Fraktion sich mit denen zusammensetzen müssen, die auf nationaler Ebene vorher gebasht worden sind, sozusagen. Ja, die Griechen, Italiener, die Spanier und so weiter und so fort. Und das ist so eine Sollbruchstelle. Und wenn ich jetzt darüber nachdenke und die Euroatlantik machen das, wie kriegen wir das zusammengefasst? Und wie können wir auch so eine Bürgerbeteiligung auch noch erweitert darstellen? Dann muss man das nicht unbedingt traditionell machen, sondern man kann natürlich auch in den Bereich Liquid Democracy gehen. Jetzt glaube ich, dass die Piraten nicht die maßgebliche politische Kraft in Deutschland werden. Ich glaube aber an diese Idee. Und diese Idee ist das Verlagern, und dann kommt wieder Social Media rein, das Verlagern von Entscheidungs- und Partizipationsmöglichkeiten ins Netz. Und dort kann ich sehr easy, sehr einfach, ohne dass ich tatsächlich feste Unterschriften sammeln muss, mir aber zumindest schon mal Trends abholen und Meinungen einsammeln. Und dann hat für einen Europäer ein europäisches Projekt eine unmittelbare Dimension, weil er sich fragt, wie würde ich mich denn dazu entscheiden? Weil so jetzt sendet man immer seine Politiker raus und sagt, die werden das schon machen und dann habe ich sie die nächsten Jahre vergessen. Und irgendwann kommst du wieder auf den Marktplatz zu sagen, jetzt musst du mich überwählen, was du kennst mich nicht. Und dieses kann man lösen durch neue Medien, durch soziale Medien. Und das ist auch etwas, wo man aktiv zum Beispiel arbeitet. Ich glaube, da kann man viel zusammenfügen, was zusammengehört. Ich würde ganz gerne Ihre Frage aufgreifen, nochmal Stichwort Bürgerinitiative. Da in Herrn Plotka einen Experten heute sitzen haben, da nochmal nachfragen, wie weit ist denn die Europäische Bürgerinitiative, die EBI, ne, die Sie ja gerade ansprachen, tatsächlich so sehr bottom-up? Also wenn ich jetzt beispielsweise die erfolgreiche Wasser-EBI sehe, wenn ich die nehme, es ist ja nicht so, als ob da Bürgerinnen und Bürger irgendwo sich auf Marktplätzen versammelt hätten und gesagt hätten, Mensch, wir müssen mal, das können wir ja jetzt seit dem 1. April 2012. Es war Verdi und Verdi ist jetzt so bottom-up, also ist es schon eine der größten Gewerkschaften der demokratischen Welt. Und Herr Plotka, was sagen Sie dazu? Ja, da hängt sicherlich sehr viel am Verständnis, was ist bottom-up. Muss im Grassroots-Movement sich dann wirklich im Park versammeln und aktiv werden? Oder darf man sich dann schon in Sitzungsräumen im rechtlichen Form bewegen? Aber ich glaube, es ist. Die Europäische Bürgerinitiative hat einen großen Vorteil, in die Richtung zu gehen. Man muss zum einen, glaube ich, betonen, dass es ein Instrument der partizipativen Demokratie ist. Das heißt, die Unionsbürger haben nur das Recht, ein Thema auf die Agenda zu setzen. Und wenn wir uns die anderen Instrumente anschauen, die es im Bereich der partizipativen Demokratie gibt, die Kommission hat ja schon eine sehr lange Tradition, in der sie zivilgesellschaftliche Organisationen und Interessengruppen im Vorfeld von Rechtsetzungsprozessen einbindet. Da bildet, glaube ich, die Europäische Bürgerinitiative einen fundamentalen Unterschied, der schon sehr stark in Richtung Grassroots und Bottom-up zeigt, dass nämlich der übliche Kreis der üblichen Verdächtigen halt aufgebrochen wird. Um in den anderen Instrumenten an den anderen Instrumenten teilzunehmen, vielleicht mit Ausnahme der Online-Konsultation, muss man wirklich in Brüssel verortet sein. Das heißt, man muss entweder sich die Flüge nach Brüssel leisten können oder ein Büro direkt in Brüssel haben, ansonsten ist man aus diesem kontinuierlichen Kontakt zur Kommission in zunehmendem Maße seit der letzten Vertragsänderung auch im Kontakt zum Europäischen Parlament relativ ausgeschlossen. Die Europäische Bürgerinitiative geht da einen anderen Weg, die macht das nicht im kleinen hintenrum, sondern versucht politischen Druck durch Öffentlichkeit, durch die Unterzeichnung der Initiative zu erheben. Und da gibt es natürlich die Möglichkeit, dass sich Organisationen, die gar nicht in Brüssel vor Ort sind, trotzdem engagieren können. Die brauchen sicherlich irgendeine Organisation, die europaweit das Netzwerk zusammenhält, aber gleichzeitig gibt es viele Initiativen, wie ich sag mal, Berliner Wassertisch hier, der kann halt auch Initiativen dafür sammeln. Der hatte vorher mit Ausnahme der Online-Konsultation so gut wie keine Möglichkeit, sich in der partizipativen Demokratie zu engagieren. Jetzt könnte er einfach sich das online das Formular runterladen, können dann sich hier in Berlin auf die Straße stellen und die Unterschriften für eine europäische Bürgerinitiative sammeln. Ich glaube, da ist es schon eindeutig mehr Bottom-up und Grassroots als vorher, weil einfach der Kreis der organisierten Zivilgesellschaft, die sich beteiligen können, da deutlich erweitert. Ein zweiter Punkt, der, glaube ich, bottom-up ist, bei den anderen Instrumenten partizipativer Demokratie, die wir kennen, wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass Otto-Normalbürger keine Online-Konsultationen schreibt, sind die Bürger weitestgehend ausgeschlossen. Das sind Experten, die sich
täglich mit Europapolitik beschäftigen und da ihre Expertise der Kommission zur Verfügung stellen und im Umkehrschluss halt Einfluss bekommen. Bei der Europäischen Bürgerinitiative haben zumindest 1 Million Bürger die Initiative unterschrieben und da wäre die Hoffnung, dass wenn ich schon eine Initiative unterschreibe, ich zumindest in der Presseberichterstattung darauf achte, was passiert denn mit der? Was macht die Kommission damit? Wie geht europäische Politik in dem Bereich in den nächsten Jahren fort? Und da ist es, glaube ich, dann auch schon mal mehr bottom-up. Da beteiligen sich die Bürger zwar nicht die nächsten 1,5 Jahre unbedingt aktiv an europäischer Politik, aber wenn 1 Million Bürger zusätzlich sich für Europa interessieren und die Medienberichterstattung verfolgen, dann ist das sicherlich nicht die demokratische Revolution auf europäischer Ebene, aber, glaube ich, ein großer Erfolg. Und wenn man sich aber zurzeit den Stand der Initiativen anschaut, ich glaube 16 sind zurzeit registriert, eine einzige, die Right to Water hat, alle Quoten erfüllt, stehen wir da so ein bisschen vor dem gleichen Problem wie vor der Europawahl. Es ist Demokratie und keine Macht mit. Da muss man, glaube ich, auch einfach klären und noch mehr ähnliche Kampagnen starten, dass den Bürger das Instrument halt bewusst wird, dass sie mitmachen können und gleichzeitig, man kann sicherlich im Detail diskutieren, ob das Instrument noch bürgerfreundlicher gemacht werden kann, aber verglichen mit vielen anderen Instrumenten ist es einfach schon irrsinnig bürgerfreundlich und nicht persönlich kostet es, außer der Angabe ein paar persönlicher Daten, gar nichts, eine Initiative zu unterstützen. Vielen Dank, Frau Karpenberger. Sie haben das inhaltliche Schlusswort. Eigentlich wollte ich an die Frage antworten, in Sachen Politik als Institution. Es gibt unheimlich viele Angebote schon im Netz, zum Beispiel der Bundeszentrale für politische Bildung, wie man policy-zentrierte Schulstunden machen kann. Es gibt die ganzen Masseninsemination-Spiele und so weiter, sehr schön. Da sind die Studierenden und Lehramtskandidaten schon ganz begeistert und dann stellen sie fest, ups, ich habe pro Woche 1 Stunde derzeit. Und um dieses komplizierte Geflecht, in dem Politik heute stattfindet, das ist so ein Thema, das mir heute ein bisschen zu kurz gekommen ist, zu sagen, wir müssen im Grunde an den Schulen anfangen, Politik neu zu erklären, nämlich als eine Ebenenpolitik. Ja, auch wenn viel Geld auf nationaler Ebene verteilt wird, im Grunde müssen wir anfangen, die Schulbücher umzuschreiben, das ist schwierig und die Lehrer müssen das auch erst verstehen und über diese Vermittlungsschienen könnte ich dazu kommen, dann auch das neue Verständnis bei den zukünftigen Wählern festzunageln, dass Europawahlen wichtig sind, ja, weil sie dann ein anderes Verständnis von Politik haben. Wir haben alle noch dieses gelernt, dass der Bundestag gemacht Entscheidungen muss. Und so rezipieren wir auch. Das ist auch noch von den Parteien, das möchte ich ja nachher geben, auch so weitergetragen. Ja, also muss auch in den Parteien erstmal was stattfinden, sagen, wir müssen Politik anders denken, anders framen, wie man so schön sagt, dass es normal ist, dass alle zusammen agieren. Aber wie gesagt, man hat als Lehrer, also zum Beispiel Bayern, hat man jetzt nur 1 Sozialkundestunde am Gymnasium. Da kann man nicht viel machen. Sie haben ja nicht nur Europa oder sowas auf dem Thema. Sie müssen dann Feldunterricht machen zusammen mit anderen Kollegen. Und das ist ein großes Problem. Ja, da drängt die Wirtschaft mit dem Wirtschaftsunterricht, es gibt ja auch Sozialkundeunterricht. Die Kinder müssen so viel lernen heutzutage. Es wird gekürzt, irgendwo muss der Stoff gekürzt werden. Und das ist leider bei diesen Fächern. Ja, also aktivierender Unterricht, toll, mache ich auch gerne. Macht Spaß, aber kostet Zeit. Und die Zeit stellt die Gesellschaft im Moment die Menschen nicht wirklich zur Verfügung. Ja, wir bräuchten Zeit für die gesellschaftlichen Dinge im Leben, für Europa, um es zu verstehen, um in uns ein Bild von der Ebenenpolitik etablieren zu können und unsere Kinder auch weitergeben zu können. Ja, ich kann es an meinen Sohn weitergeben, weil ich glaube, vorbei. Bei der Europa-Union, der muss mit auf den Marienplatz und was verteilen. Was ist mit dem Herrn von nebenan, der das nicht nachvollzieht? Also ich denke, da wäre auch ein guter Ansatzpunkt zu sagen, bitte liebe Politiker, alle Europa-Freunde, fordert euch auf, gebt doch der Jugend mehr Zeit, sich auch diesen Dingen zu widmen. Danke. Das ist doch ein schönes Gerücht hier auf dem Land. Ja, vielen herzlichen Dank an die Teilnehmer. Gartenberger, Thomas Wanke, vielen Dank Ihnen, dass Sie gekommen sind und das mit uns ausgehalten haben über die Temperatur. Die Bodenzeitung könnte Ihnen durchaus, wenn Sie in der Republik unterwegs sind, dann nochmal begegnen. Wir setzen das fort und übrigens ist das ein gutes Instrument, das auch über die Europawahl 2014 hinaus bei uns jetzt sicherlich hin und wieder zum Einsatz kommen wird. Wir sind gerne mit Ihnen im Dialog, wenn Sie noch Fragen zur Oberordnung haben, wenden Sie sich einfach an. Das ist auch persönlich, oder ich stehe gerne zu.